So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alle Trainer der Top 4 besiegt und können jetzt die Stufen erklimmen und den Thron für uns einnehmen. All meine Pokémon leben noch. Ich habe zwar gewonnen, aber ich habe auch dreckig gespielt, muss man sagen. Aber das ist mir eigentlich egal, solange ich hier Champ werde. Okay. Da hinten sieht man irgendeine Route, wahrscheinlich Route 11. Ist eigentlich voll cool gemacht, oder? Naja, egal. Ich bin die Nummer 1. Wuhu! Mein Glückwunsch, junge Dame. Jetzt bist du der Champ der Pokémon-Liga. Naja, das heißt, vorausgesetzt, dass du jetzt auch noch den letzten Trainer besiegst. Und dieser Trainer bin natürlich ich. Ich bin die letzte Hürde, die du auf deiner Inselwanderschaft überwinden musst. Lass uns die Geburt dieser neuen Pokémon-Liga mit einem epischen Kampf angemessen feiern. Ah, diese Mucke. So gut. Yay. Pokémon-Professor Kukui fordert dich heraus. Okay, Leute. Er hat 6 Pokémon, die sau hoch gelevelt sind. Und wir müssen ihn besiegen. Von mir aus können 5 von meinen Pokémon jetzt sterben. Solange wir ihn platt machen, geht es als geschafft. Das ist alles, was zählt. Gut, Felinara, bist du bereit? Er legt Tarnsteine und ist schneller. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Weil jetzt können wir nicht mehr so gut wechseln, ohne auf die Fresse zu bekommen. Innenzink, das gefällt mir. Ja, wir sind schneller. Dann sollte Wolverock down gehen. Jawohl. Okay, erster Down. Magnezone, okay, da muss ich wechseln. Auf Dragon. Go Dragon, go Dragon. So, da können wir uns ja mal, weil der sicher, der hat noch viel, was für Dragon in Frage kommen würde. Da können wir uns ja mal schön boosten, ne? So, Dragon tankt das ganz gut, nice. Dann haben wir noch ein bisschen den Angriff hoch. Die normale Verteidigung können wir auch mal hoch machen. Also, wir können Magnezone rausnehmen, wir können Relaxo rausnehmen. Wir könnten Primarene rausnehmen. Und Wasserquill auch. Falls das so heißt, ich glaube schon. Dragon ist eigentlich voll geil. Dragon hat nur... Naja, er hat auch einen Bullnona, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Okay, probieren wir es mal mit Durchbruch. War nicht übel. Okay, nochmal heilen oder weiter? Eher nochmal heilen. Ich spiel mal safe. Ich heile mich nochmal. So. Ja, damit komme ich klar. Okay, dann dürften wir das Vieh jetzt rausnehmen. Und tschüss! Yes. Da waren es nur noch 4. So, was kommt als nächstes? Relaxo. Üble Sache, aber ich bleib mal drinnen. Und 56er Relaxo. So, Relaxo ist aber langsam, ne? Yes, wir sind schon mal schneller. Und machen guten Schaden. Tank das, tank das, tank das. Ja, 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 ja. Okay, sehr schön. Dann nochmal Durchbruch. Und tschüss, Relaxo. Jawohl. Da waren es nur noch 3. Jetzt kommt das scheiß Vulnona. Okay. Jetzt fehlt mir Passi, ey. Obwohl. Ja, doch irgendwie schon.
Geh mal auf Marius. Marius seit Route 2 am Start und lebt immer noch. Versuch's mal. Problem ist der Sack. Ich kann seinen Angriff nicht boosten, ne? Ich hab keinen. Nee. Kann nur seine Spezialverteidigung erhöhen. Machen wir mal. Okay, er macht Bodyguard. Interessant. Ja, heil dich mal, genau. So, was zieht so ein Psychokinesen-Ding ab? Der Blister trifft. What the fuck? Das war ein Crit. Alles klar. Spiel halt unfair, ist in Ordnung. Boah, böse Crit, ey. AP hat Blizzard ja 5. Das heißt, wir müssen noch 4 mal Blizzard abfangen, ey. Nicht so geil. So, soll ich einen Zug nutzen, um Dragon zu heilen? Der hatte auch nicht mehr volles Leben, oder? Glaube ich schon. Ich gehe mal davon aus, dass ich Dragon noch mal brauchen werde. Das heißt, wir heilen ihn mal hoch. Okay. Gut, Marius, gut. Nur kein Crit einstecken, ey. Sehr schön. Aber warum trifft der Blizzard immer? Das ist doch Mobbing. Ist das hier oben so, dass der immer trifft? Zählt das wieder als Eisgebiet? Aber es ist gar kein Hagel oder so. Oh Mann. Ja, noch ein Blizzard. Hauen wir doch 10 Blizzard in die Fresse. Mein Gott, ey. Oh, cool. Wir könnten ja auch mal critten, oder? Wieder Bodyguard, ey. Ja, oh, der wird eh einen Trank spielen. Das heißt, dann darf ich das Vieh nochmal runterkloppen, ey. Könnte Pseogon nehmen, aber der wird wahrscheinlich auch gewonnen mit von der Eisattacke. Was wiederum scheiße ist. Komm, Crit. Oh, nein. So knapp, Alter. Warum? Muss das sein? Der wird ihn jetzt hochheilen, ja. Verdammte Kacke. Okay, dann machen wir das ganze Spiel nochmal von vorne. Ein Glück hast du Überreste, ey. Ich sag's dir. Das dauert ja ewig, ey. Aber von beiden Seiten her. Der hat noch mehr Überreste, ne? Nicht Überreste, Top-Tränke, Top-Genese. Oh Mann, wir haben Überreste, so rum. Zauberschein kann er auch. Fuck. Nicht so geil. Das heißt, wir können kleine Achtara einsetzen. Oh, Passi, wo bist du? Okay, wieder eine Runde. Stopp! Oh, schon wieder so knapp. Warum? Das ist doch Mobbing, ey. Jetzt wird er wieder einen Trank benutzen, wetten? Ja, genau. Das heißt, wir fangen nochmal von vorne an. Wie viele Tränke hat er denn? Hoffentlich nur 3, ey. Oder hoffentlich sogar nur 2. Wir gehen die AP aus. Ihm aber glaube auch. Okay. Naja, eine Attacke haben wir ja noch. Probieren wir die mal. Und er geht auf Zauberschein. Okay. Hey, das war gar nicht so übel, Marius. Nochmal und dann haben wir ihn.
Außer er heilt jetzt wieder. Nee, diesmal nicht. Alter, was ein Fight. Attacke. Stirb doch bitte. Ja! Es ist tot. Gott sei Dank. Gut gemacht, Marius. Wie immer Bombe. So, jetzt kommt sein Flug-Pokémon. Das heißt, wir gehen auf unser Eisstrahl-Pokémon. Okay. Ja, dann versuchen wir es doch mal mit Eisstrahl, oder? Go! Rückenwind. Jetzt ist er schneller, ne? Macht gar nicht so viel Schaden. Könnte ja gefrieren, das wäre lustig. Hä, warum sind wir schneller mit Eisstrahl? Macht der Wirbelwind? Ja. Du Scheiße. Wer kommt rein? Oh Gott. Ja, ausgerechnet du. Das ist nicht gut. Nee, das können wir nicht machen, Alter. Verdammtes Mobbing, ey. Zurück auf Filinara. Als ob, ey. Sturzflug? Da schadet er sich aber auch. Tank das! Nein! Filinara wurde besiegt. Verdammt. Roter Bereich. Okay. Dann ist jetzt Tracken wieder dran. RIP Filinara. Wir haben die ersten Verluste. Okay. Dann machen wir den Donnerschlag. Boah, das ist jetzt schon seine dritte Top-Genesung. Ich hoffe, das ist auch seine letzte, Alter. Ja, der Schaden ist okay. So, was? Rückenwind lässt nach, oder wie? Also setzt er es wieder ein. Das heißt aber, wir gewinnen. So, geschafft. Nur noch ein Pokémon, glaube ich. Einer noch. Kannst du den auch noch besiegen, Track? Kriegst du auch ein Eis. Du willst Donner erlernen. Und jetzt am Ende nochmal Donner, oder was? Ja, wir bleiben bei Donnerschlag. Du hast noch 2 AP auf Donnerschlag. Primarene, sein letztes Pokémon. Wir haben noch 5. Das werden wir ja wohl irgendwie tot bekommen, oder? Z-Kraft, Junge. Gib alles. Denkst du eine Mondgewalt? Aber gerade so. Okay, go. Zeig ihm, wie stark du bist. Und es reicht. Geschafft. Tracken. Irgendwie gefühlt das stärkste Pokémon der Welt. Obwohl ich alle Kraftreserven mobilisiert habe, hat es nicht gereicht. Aber was für ein erfrischender Kampf. Hui. Phänomenal. Aber ich hatte es dir ja damals gesagt. Das Zusammenspiel von Pokémon und Trainer. Dann die richtige Attacke im richtigen Moment. Genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und so haben wir die Geburt des neuen Champs miterlebt. Des verdienten Champs von Alola. Du weißt ja noch, wie ich dir das damals auf dem Gipfel des Hokulani-Bergs gesagt habe, ja? Mensch. Also die Pokémon und Trainer der Alola-Region sind einfach die besten. Und die ganze Welt soll das wissen, jawohl. Das ist der Traum, den ich mit der Gründung dieser Pokémon-Liga verwirklichen wollte. Und heute ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Genau hier und jetzt. Okay. Mulya, Ariados, ihr habt meinen Traum wahrgemacht. Ja, jetzt war es wieder Psyogon.
Ich bin wirklich froh, an diesem traumhaften Ort gegen dich und deine tollen Pokémon gekämpft und die Geburt der Pokémon-Liga bezeugt zu haben. Also dann, Mulya, du bist der erste Champ der Pokémon-Liga, der Alola-Region. Es ist an der Zeit, deine Verdienste und die deiner treuen Pokémon für die Nachwelt festzuhalten. Gut, dann machen wir das. Yay, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ja, Filinara, du bist leider umgekippt, aber das ist schon okay. Ja, Psyogon, du mit deiner Prio Tamara hat auch keiner tot bekommen. Schrecken hat sowieso alle rasiert, geile Sau. So, Z-Passi, du kamst einfach nie dran. Und Marius, seit Route 2 dabei. Niemand konnte dich umbringen, geiler Typ. Wir sind der Champ. Und es sind viele Pokémon gestorben. Aber wir hatten auch noch einige. Wir hatten sogar unser Legi noch. Was ich nicht benutzt habe, aber hätte ich machen können. Aber dafür habe ich ja genug X-Abwehr gefressen, ne? So, Hokage Gütesiegel drauf. Nice. Ich gratuliere zum Einzug in die Ruhmeshalle. So wie die Sonne den Mond erleuchtet, so wirken auch die Freundschaften, die du während deiner Inselwanderschaft gemacht hast auf dich. All diese Begegnungen haben dich stärker werden lassen. Du liebst Pokémon echt von ganzem Herzen, was? Genau, so konntest du auch alles aus deinem Pokémon herausholen und gemeinsam mit ihnen diesen Sieg feiern. Abgesehen von Halla sind das alles nur Weiber hier, ey. Alle werden jetzt zu dir aufblicken, dich aber auch als Rivalen sehen. Mach dich darauf gefasst, herausgefordert zu werden. Ja, wir können auch herausgefordert werden, Leute. Du bist der erste Champ der Pokémon-Liga von Alola. Das werden wir natürlich ausgelassen feiern. Yay, wir machen Party, Leute. Auf geht's, Party, Party. Also dann, Mulya, kehren wir rasch nach Melemele zurück. Okay. Ich weiß noch, wie ich mich damals aufgeregt habe, dass man hier eine Stunde nicht speichern kann. Lili! Ja, Tali, da heulst du, hä? Ich hab's geschafft, Junge. Aber du hast meinen Starter gekillt, Chichi, Alter. Hier sind noch die ganzen Typen, die vielleicht irgendwann uns mal herausfordern werden. Ja. Was ist das für eine Anspielung? Hey, Mauzi, alte Hütte. Ah, Mutter ist der Otter. Ah, und gegen die wollte ich eigentlich noch kämpfen, aber ich weiß nicht, wo das ist. Weil das soll wohl gehen in Sonne. Scheiße, das habe ich vergessen, Leute. Rüpp, das habe ich total vergessen. Naja, wir sind doch so Champ geworden, ne? Scheiß auf die Erfahrung. Wir haben uns hier versammelt, um den ersten Champ der Liga von Alola zu feiern. Hey, sogar Gladio ist am Start. Nicht schlecht. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist sogar ein schöner Abschluss. Wir haben es tatsächlich geschafft. Viele sind tot, aber nicht alle. Und ja, es kommen zwar jetzt noch Sachen, aber wer die sehen will, kann die mein Pokémon Sonne Let's Play sehen.
Und ja. Hier an der Stelle lasse ich die jetzt noch feiern und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bye, bye.